Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen bei meinem Videoblog Essbare Natur. Heute zeige ich euch keine Kräuter und nehme euch nicht mit zum Spaziergang, sondern ich zeige euch, was ihr an Büchern dazu brauchen könnt. Ich habe zwei Videos gemacht. Das ist jetzt das erste Video, in dem ich euch speziell zeige, kleine Bücher, die ihr wirklich mit in die Jackentasche stecken könnt oder in einen Rucksack stecken könnt. Ich bin beim Wildkräutersammeln total altmodisch und finde, dass es wichtig ist, wirklich einen analogen Führer dabei zu haben, ein Buch, in dem man nachschlagen kann. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe alle Wildkräuterbücher, die es im Moment so auf dem Markt gibt, habe ich mir besorgt oder habe ich von den Verlagen geschickt bekommen. Ich werde dafür nicht bezahlt, ich bekomme kein Geld dafür. Und ich empfehle euch wirklich nur die Bücher, hinter denen ich hundertprozentig stehe. Das ist jetzt speziell diese, die ich euch heute zeige, wirklich für Leute, die damit anfangen, die das noch nicht so richtig viel gemacht haben, die sich vielleicht mit Pflanzen auskennen, aber noch nicht mit essbaren Pflanzen. Und ich empfehle euch, die wirklich immer eins dabei zu haben, ganz, ganz, ganz analog. Ja, das war's. Bis gleich. Ich zeige euch jetzt, was ich euch empfehlen kann. So, hier habe ich jetzt also aus meiner Auswahl an Büchern wirklich meine Top-Favoriten. Das, was ihr hier vorne seht, sind wirklich die Top-Empfehlungen, die ich euch gleich erkläre. Bevor ich loslege, möchte ich euch aber einfach noch was Grundsätzliches mitgeben. Wenn man Pflanzen sammelt, ist der erste Schritt nicht der, dass man loslegt und die Pflanze sucht, die man haben will, sondern ähnlich wie beim Flohmarkt, wo es schwierig ist, wenn man sagt, ich möchte gerne eine türkisfarbene Bluse Größe 38 mit goldenen Knöpfen finden. Es ist einfacher, die Grundlage ist erstmal, dass man das Auge schult. Und was ich deswegen euch empfehle, ist, bei mir ist es hier vom BLV, ich glaube, der sieht mittlerweile anders aus. Aber das ist ein Tier- und Pflanzenführer, in dem die ganze Natur mit drin ist. Nicht nur Pflanzen, da findet ihr zum Beispiel hier auch Muscheln, Getreide, Schnecken. Es ist super gut hier oben von der Gliederung. Was das Tolle ist an diesem Buch, ist, dass die Pflanzen nach Farben sortiert sind. Das heißt, wenn ihr spazieren geht, einfach so spazieren geht und ihr findet eine schöne Pflanze, dann gewöhnt euch an, dieses Buch mitzunehmen und zu gucken, was könnte es sein. Und so trainiert ihr das Auge, weil wenn euer Auge nicht trainiert ist, dann ist für euch eine beige Wiese jetzt im Frühling erstmal einfach beige. Das ist ein Buch, was ich meinen Kindern schon ganz früh gekauft habe und alle Kinder beim Kindergeburtstag haben das immer wieder gekriegt. Ich habe das im Auto liegen, ich habe das im Wochenendhaus liegen, ich habe das x-fach verschenkt und es ist also wirklich einfach ein ganz, ganz tolles Standardwerk zu allen Bereichen, Pilze, Bäume und so weiter. Richtig klasse, um überhaupt erstmal das Auge auf das Lesen der Natur zu trainieren. Jetzt komme ich zu den Büchern. Was ich ausgesucht habe und warum ich die ausgesucht habe, sind zwei Bücher aus meinen wirklich absoluten Lieblingsverlagen, wo ich seit vielen, vielen Jahren und zum Teil seit Jahrzehnten Bücher kaufe. Das ist nämlich der AT-Verlag und der Kosmos Verlag. Beides sind Verlage, die einfach hervorragend gemachte Naturbücher haben, die super recherchiert sind und auch toll erklärt sind. Und diese beiden habe ich ausgewählt, weil sie erstens mal ein ganz gutes Format haben und weil sie einfach sehr, sehr gut von den Fotos her sind, sehr gut didaktisch auch erklärt haben. Ja, einfach innen ganz viel Zusatzgeschichten haben. Hier hat es zum Beispiel einen Maßstab. Dann findet man hier innen drin, was ich ganz toll finde, bei diesem Buch zum Beispiel, gibt es solche Übersichtsseiten mit Blattformen. Gerade wenn man damit anfängt, am Anfang kann man die Blätter noch gar nicht genau unterscheiden. Und dann sieht man ganz ähnliche Blätter und kann einfach ganz genau nachschauen, was das jeweils genau ist. Sieht man solche Ähnlichkeiten wie hier Taubnessel und Brennnessel und kann dann vergleichen. Das ist in beiden Büchern so. Also hier habe ich diese Übersichtsseiten, das haben wir hier drüben nicht. Was ich hier dafür habe, sind so Bestimmungsmerkmale gleich am Anfang zum Ausklappen. Auch das ist schön, um zu lernen. Das ist richtig, richtig gut, um in das Thema reinzukommen. Welches ist besser? Kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. In diesem Buch hier haben wir 4 Seiten je Pflanze. Das heißt, man hat einfach sehr, sehr, sehr viel Platz für Bilder, für Erklärungen. Hier seht ihr gefleckte Taubnessel. Es ist genau erklärt, wann man die findet, was man davon essen kann. Es gibt auch immer eine kleine Rezeptidee mit auch Details, wie die Blüten aussehen. Und auch solchen naturwissenschaftlichen Illustrationen dabei und auch die Ausläufer der Pflanze. Es ist richtig gut erklärt und es ist toll, wenn man sich eine Pflanze einprägen will. Das Ganze sieht hier, in diesem Buch haben wir pro Pflanze nur 2 Seiten. Das heißt, es ist automatisch nicht ganz so fundiert, wie das hier ist. Aber es reicht auf jeden Fall für den Anfang aus. Das hier ist didaktisch super gut erklärt.
Dieses Buch ist nach Lebensräumen gegliedert und dieses hier ist gegliedert nach, muss ich selber gerade mal nachschauen, es ist genau, es ist nach Blattform gegliedert. Ich glaube, das war es in diesem Buch. Also beide sind top, beide sind ein bisschen unterschiedlicher. Dieses ist ein bisschen gründlicher, weil ihr 4 Seiten habt und logischerweise in 4 Seiten kann man mehr erklären als auf 2. Das ist jetzt von der Gestaltung her, von der Lesefreundlichkeit her ein bisschen besser. Aber eigentlich geben die sich nichts. Die kann man wirklich ungesehen beide kaufen. Schaut einfach, was es bei euch im Buchladen des Vertrauens gibt. Oder bestellt es euch jetzt, denn die Saison startet. Wir hatten heute hier 17 Grad, obwohl es erst Mitte, Ende Februar ist. Tolles Buch. Und dann gibt es noch ein Buch, was ich euch empfehlen würde, einfach als Zweitbuch mitzunehmen. Das ist hier, dieses auch vom Kosmos Verlag, Essbare Wildkräuter und ihre giftigen Doppelgänger. Da habt ihr wirklich jeweils die Pflanzen und die Doppelgänger dazu beschrieben. Was ihr aber hier schon seht, wenn ich diese Seite aufschlage, die Bildqualität ist nicht wirklich ideal. Also da braucht's schon ein bisschen Wissen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Zweitbuch, ist aber super, super zum dabei haben und einfach diese giftigen Doppelgänger zu lernen. Ja, das sind meine Favoriten. Und dann gibt's aber noch andere Bücher, die ich auch eigentlich total spannend fand. Zum Beispiel dieses hier. Aber das ist mir einfach für ein Taschenbuch zu mitnehmen ein Tick zu groß. Auch vom Kosmos Verlag, auch gut erklärt innen drinne. Aber ihr seht schon, wenig Text, sehr kurz gefasst. Mir ist es ein bisschen zu kurz. Es ist okay, um locker reinzukommen, aber eigentlich nicht wirklich zum Lernen. Und das sind eben auch hier wirklich die Giftpflanzen ganz gut erklärt. Aber finde ich jetzt nicht ideal. Also die hier finde ich wirklich top, top, top. Das hier. Dieses Buch ist von Rudi Beiser. Das ist einfach ein ganz toller Kollege, der sich wirklich super gut auskennt. Und ich würde euch auch empfehlen, dem einfach bei Instagram zu folgen. Der macht super spannende Posts. Richtig, richtig gut. Hat viele Bücher in dem Bereich rausgegeben. Und die Autorin von diesem Buch, von denen ist meine Bibel, die große Enzyklopädie aller essbaren Wildpflanzen in Europa. Die zeige ich euch in einem anderen Video. Von dieser Reihe hier gibt es noch 2 weitere kleine Führer, die aber definitiv was sehen für Menschen, die schon ein Grundwissen haben. Hier haben wir nochmal 200 Arten drin. Das ist der kleine Bruder von der großen Enzyklopädie. Und es ist auch nochmal ein kleiner Bruder. Es sind sehr, sehr gute Bilder, setzt aber wirklich die Namen voraus, denn hier ist alphabetisch sortiert. Und es hilft euch nichts, wenn ihr eine Pflanze sucht und versucht, die zu bestimmen. Das heißt, hier müsst ihr wissen, was habe ich für eine Pflanze. Und dann könnt ihr nachschauen, ist sie essbar? Und auf welche Art und Weise. Deswegen an der Stelle vielleicht noch ein Tick zu früh. Und dann habe ich noch 2 Bücher gefunden, die ich interessant fand. Also eine echte Überraschung war dieses Bushcraft-Buch. Das ist vom Leopold Stocker Verlag. Die machen eigentlich total super Bücher, die immer so ein bisschen bieder daherkommen, die aber auch wirklich vollgestopft sind mit Wissen. Und was ich sofort gemerkt habe, mein Sohn hat sich sofort auf dieses Buch gestürzt. Das ist ein Buch, bei dem das Abenteuer und das Survival-Thema mehr im Vordergrund ist und wo halt dann auch mal drin ist, wie baue ich mir eine Grabegabel selber. Also wer Kinder hat und vielleicht auch nach Inspirationen sucht, so ein bisschen abenteuermäßig, oder wer gerne campen geht oder zelten, für den ist dieses mit Sicherheit ein sehr gutes Buch als Ergänzung. Aber man sieht schon, es ist viel, viel dünner. Da passt einfach, da ist gar nicht so viel drin wie in den beiden Klassikern. Und ein letztes habe ich hier noch gefunden vom Mandelbaum Verlag. Das ist einfach eine ganz andere Art von Buch. Das hat mich einfach berührt, weil es einfach schön gestaltet ist. Es ist eher so ein bisschen historisieren. Man sieht, man hat hier viele Lesetexte und die Bilder sind jetzt auch nicht ganz so turbo-top, aber man kann trotzdem die Pflanzen erkennen. Und es geht ein bisschen mehr um die Kultur. Es ist aber eigentlich kein Bestimmungsbuch und eigentlich auch kein Buch zu mitnehmen, aber ich fand es so schön. Ich wollte es euch einfach gerne zeigen. Ist ein schönes Geschenk für jemand, den man vielleicht für das Thema begeistern möchte. Das waren also jetzt hier meine Lieblingsbücher und für euch nochmal diese beiden Bücher als Top-Empfehlung vom AT Verlag, Essbare Wildpflanzen einfach bestimmen, und unsere essbaren Wildpflanzen vom Kosmos Verlag, und als Ergänzung Essbare Wildkräuter und ihre giftigen Doppelgänger. Empfehlen möchte ich euch außerdem noch die App Flora Incognita. Das ist eine App, mit der ihr Pflanzen fotografieren könnt und die sie dann für euch bestimmt. Hier habe ich zum Beispiel jetzt eine Pflanze bei mir auf der Terrasse. Ich weiß nicht, ob ihr sie erkennt, aber ich erkenne sie. Das ist eine Margerite. Und jetzt schauen wir mal, was die App uns dazu sagt. Ich habe sie jetzt hier mit der App. Da geht man drauf, sagt Pflanze erkennen und dann macht man ein Foto von der Pflanze. Und im Idealfall sagt sie einem dann, was es ist. Es ist natürlich keine hundertprozentige Garantie, deswegen möchte ich auch nicht, dass ihr sie zum Bestimmen benutzt. Aber ihr könnt, wenn ihr eine Pflanze bestimmt habt, danach prüfen,
ob es richtig ist. So lernt ihr das am allerbesten. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Bestellt euch gleich eins dieser tollen Bücher. Macht euch auf die Suche. Es gibt noch ein zweites ausführliches Video, was vor allen Dingen für Leute ist, die sich mit Pflanzen eigentlich schon ganz gut auskennen, aber wissen wollen, welche essbar sind oder welche tiefer in das Thema einsteigen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sammeln.